Talk heute mit Alain Frey, mit Kay Ray, Miriam Regensburg und Christoph Reuter. Viel Spaß! Willkommen in dem Comedy Tower mit dem internationalen Spitzpublikum! Vielen Dank! Dankeschön! Dankeschön! Comedy auf höchstem Niveau! Wunderbar! Dankeschön! Sie werden heute erfahren, warum Schweizer weniger Frauen abschleppen, wie man Kinder mit Kleidung quälen kann, was Nordhessen von Hamburg unterscheidet und woher das Wort Vögeln eigentlich kommt. Außerdem natürlich dabei das internationale Spitzenpublikum. Ja! So. Mein erster Gast ist ganz speziell was hier für die Damen. Er ist charmant, er ist gut aussehend und er ist Single. Leider ist er Schweizer. Hier ist Alain Frey! Dankeschön, vielen Dank. Das ist ja nett. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, ihr habt es gehört, es stimmt, ich bin Schweizer und Single. Das ist eine gute Kombi. Das Problem ist, desto länger du Single bist, ja, umso mehr Sorgen macht sich deine Freundin um dich. Die reden auf einmal ganz anders mit dir. Sie kommen so zu dir hin und sagen so, Alle, du bist immer noch Single, oder? Als ob man so eine tödliche Krankheit hätte. Und? Wie geht's dir dabei? Und ich bin, ja, mir geht's gut. Das ist die richtige Einstellung. Sogar meine Mutter macht sich Sorgen um mich. Meine Mutter meint so zu mir, Alle, warum hast du keine Freundin? Du bist doch so cool. Du weißt, wenn deine Mutter zu dir sagt, du bist doch so cool, das ist höchstwahrscheinlich der uncoolste Typ auf diesem Planeten. Und sie klatscht, Dankeschön. Ich so, ja, das stimmt. Der ist uncool. Das Schlimmste ist, seit meine Mutter Facebook entdeckt hat. Meine Mutter kommentiert jetzt alles von mir. Ich hab so ein Bild online gestellt von meinem besten Kumpel und mir, Chris, so draußen am Feiern, so mit einer Wodkaflasche in der Hand, so yeah. Und meine Mutter schreibt drunter, ach Mäuschen. Mach doch nicht so lange. Chris kommentiert, haha, Muttersöhnchen. Worauf die Mutter von meinem Kumpel schreibt, Chris, benimm dich. Woraufhin meine Mutter schreibt, auch Sabrina, sind doch nur Kinder. Ist nicht einfach, ja? Übrigens ist auch der Grund, warum ich Deutsch gelernt habe, also warum ich meinen Akzent abgelegt habe. Weil ganz ehrlich, Schweizerdeutsch ist nicht der coolste Dialekt der Welt. Du kannst keine Frau damit ansprechen. Guck mal, Deutsch geht. Deutsch ist cool. Du kannst zu ihm hingehen und sagen so, hey, also vielleicht nicht so, hey, und sie so, wow. Nein, das nicht. Aber du kannst auch sagen so, hey, okay, es wird nicht besser. Hey, was geht? Alles klar. Okay, ich bin lange Single schon. Ich habe keine Übung mehr. Okay. Aber so in dir, das klingt cool zumindest, ja? Oder Englisch. Englisch ist auch cool. Du kannst hingehen und sagen so, hello, baby. What's going on? Hey, klingt auch geil. Aber wie? Wie willst du als Schweizer zu der Frau hingehen? Willst du so sagen so? Na, wir brauchen immer ein bisschen länger, dann geht's. Grüezi! Hast Lust? Fickele? Nein, das geht nicht. Das ist Quatsch. Guck mal, wir sind zu höflich. Wir Schweizer, wir sind zu nett. Wirklich, die Schweizer, die haben eine Umfrage gemacht in Europa, wer das höflichste Volk ist. Und die Schweiz hat den ersten Platz gemacht. Okay, interessiert hier gar keinen? Das ist wirklich so, ey. Wenn wir schon bei Höflichkeit sind, kennt ihr das? Wenn ihr so Geschichten erlebt und denkt so, boah, das habe ich gar nicht wirklich erlebt. Ich war im Januar einen Teil in dem Urlaub. Ich fliege zurück, ja, mit dem Flieger. Ja, genau. Ich dachte gerade, mit dem Boot. Und neben mir saß so ein Typ, der war so in meinem Alter und der war ein bisschen crazy. Der macht auf einmal so zu mir so, hey, ich muss dir voll die krasse Geschichte erzählen. Und ich so, okay.
Also hör zu. In Thailand, da war ich auf einer Party. Da habe ich eine Thailänderin getroffen. Dann habe ich mit der rumgemacht. Dann später sind wir auf mein Zimmer gegangen. Und gerade, als es zur Sache ging, da habe ich gemerkt, dass die einen Penis hat. Ich so, boah, krass. Was hast du gemacht? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, ich wollte nicht unhöflich sein. Hey, das ist ein ganz neues Level. Der ist der höflichste Mensch. Guck mal, er hat diesen Preis viel mehr verdient als die Schweiz. Er ist der höflichste Mensch, den ich je getroffen habe. Der höflichste. Kennt ihr das, wenn man so seltsame Geschichten erlebt? Das war eine davon. Mitten in der Fernsehsendung. Mitten in der Fernsehsendung. Weißt du, wir nehmen die auf fürs Fernsehen. Und die beste Idee, was sie hat, ich rede einfach dazwischen. Ich habe viel Geld bezahlt. Das ist meine Show. Schön, dass du da bist. Und was soll ich eigentlich erzählen? Ich wollte noch ein Thema erzählen, was mich ein bisschen beschäftigt. Weil wir Schweizer haben ja diesen süßen Ruf. Wir sind so nett und so. Ich glaube, der Ruf stimmt nicht immer. Wusstest du zum Beispiel, dass jeder Schweizer zu Hause ein Gewehr hat? Okay, die Stimmung kippt. Also, hey, vielleicht lachen wir doch ein bisschen mehr. Ich habe nicht zu Hause noch ein Gewehr. Also, wo ist das eigentlich? Ja, aber ich habe eins. Und weil das ist für den Krieg gemacht. Also, für den Krieg, klar. Weil wir Schweizer, wir müssen ins Militär. Und wir müssen die mit nach Hause nehmen. Sollte ein Krieg ausbrechen, dass wir sofort bereit sind. Das ist wirklich, das ist bei uns so im Gesetz verankert. Wir müssen das zu Hause haben. Der gleiche Grund ist auch, warum wir ein Schweizer Taschenmesser zu Hause haben müssen. Will ich das auch für den Krieg? Obwohl ich mir immer denke, hey, was sollen die bringen? Ich meine, die sind so groß. Hast du schon mal gesehen, was da drin ist? Eine Nagelfeile. Ein Korkenzieher. Ein Korkenzieher. Was soll das denn bringen? So, hey, die Schweizer greifen an. Versteck den Wein. Das bringt nicht viel. So, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. Vielen Dank. Alle frei. Alle. So. Wow. Großartig. Soll ich das auch machen? Brauchst ein Taschenmesser. Das Ding ist, ich trinke keinen Alkohol. Deswegen, ich dachte gerade, fuck, wie peinlich. Ich krieg das Ding nicht auf. Aber du hast mich gerettet, nimm du es auf. Du kannst auch dran nehmen. Du hast ja viel über die Schweiz gesprochen. Das Thema Schweiz und teuer. Ich habe einfach mal Google. Also ich habe Schweiz und teuer eingegeben. Und ich habe 11.500.000 Ergebnisse bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich sind das noch mehr als Schweiz und Berge. Und da kamen 9,6 Milliarden raus bei Schweiz und Berge. Also die Berge führen noch vor teuer. Cool. Dann habe ich, ja, interessante Informationen. Dann habe ich Deutsch und teuer eingegeben. Da kamen nur 22 Millionen Ergebnisse bei raus. Jetzt seid ihr aber 10-mal weniger Einwohner. Das heißt, ihr habt seid 5-mal teurer als wir. Okay. Auf die Reaktion war ich total gespannt. Anna Frei! Dankeschön! Mein nächster Gast, der ist dafür bekannt, dass er den Leuten auf der Bühne ganz gern mal die Haare schneidet. Und das macht er, wenn es sein muss, auch gerne nackt. Heute bleibt aber die Hose an. Wahrscheinlich. Hier ist K-Ray! Hallo! Ja, hallo ihr Lieben. Also ich möchte mich ja zunächst erstmal entschuldigen für mein Äußeres, weil es gab da redaktionelle Vorgaben. Bitte achten Sie auf ein dezentes Äußeres. Und darum sehe ich so aus. Aber das Ding ist natürlich, wenn man in so einer tollen Fernsehshow auftritt, da macht man sich ja vorher schon Gedanken. Ist ja klar, das ist ja total blöd, wenn man so Fotos sieht. In ein paar Jahren, wie man früher ausgesehen hat, ne Gott, rote Haare, wie konntest du nur zu den Schuhen, also das geht auch gar nicht. Macht man sich dann schon Gedanken, also, und dann vor allem bei so einem anarchischen Sender wie dem Hessischen Rundfunk, ne, also, wo man denkt, da möchte man ja auch nichts falsch machen, gerade hier, ne, wo Anarchie angesagt ist, ne, also, und ich bin ja gerne mal ein bisschen bunt, also, wie man ja sieht, ich hab's gerne ein bisschen bunt, ne, es ist nie zu spät. Für eine wilde Kindheit. Bevor ich hierher bin,
da habe ich mit meiner Frau gespielt. Und zwar, ich packe meinen Koffer. Das ist auch so ein Spiel. Ich packe meinen Koffer und ich so, ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Schuhe. Meine Frau, ich packe einen Koffer, ich nehme mit ein paar Schuhe und ein Handtuch. Und ich packe meinen Koffer, ich nehme mit ein paar Schuhe, ein Handtuch und meinen afroamerikanischen Riesendildo. Und hat meine Frau gesagt, du, da musst du aber auch Bepanthen mitnehmen. Und da habe ich gesagt, Dankeschön, das hätte ich ja fast vergessen. Nee. Ja, meine Frau, das ist schon, die denkt mit. Ne? Die sucht mir sogar die Klamotten raus. Das ist das Tolle. Also, da muss man sich auch nicht schämen. Also, nee, also ist schon toll. Die denkt mit, wenn ich verreise, packt die mir die Sachen da raus. Ne? Nicht so wie früher. Nicht? Wenn du zu C&A musst, Klamotten kaufen mit Mutti. Ne? Schlimmeres gibt's nicht. C&A, es gibt nur zwei Lebensformen, die freiwillig zu C&A gehen. Mütter und Morten. Das ist alles. Ne? Obwohl... Dieses Pferd, Palomino, kennt ihr das? Palomino, da war dieses Pferd, dieser Automat, du konntest reiten. Das war so super, ehrlich. Ich bin dann immer dahin, ne? Da hast du dich auf das Pferd gesetzt und dann 50 Pfennig da rein und dann bist du geritten. Der einsame Cowboy reitet durch die Stadt. Alle schauen auf zu dem Mann auf dem Pferd. Und die anderen Cowboys ziehen die Hüte vor Ehrfurcht. Der Lone Ranger ist in der Stadt. Und dann ruft meine Mutter, Kai, Strumpfhosen anprobieren. Echt? Und da kommst du. Da konntest du nichts gegen machen. Das war autoritär. Das wissen ja viele gar nicht mehr. Das war autoritäre Erziehung, was da los war damals. Da konntest du nichts aus und ziehen. Und aber furchtbar. Es war groß, war karge Hallen, keine Fenster, Neonreklamen. Und überall Klamottenständer und meine Mutter dazwischen. Alle Klamotten, die es gibt, in drei Größen zum Anprobieren für die nächsten zwei Jahre. Und ich musste das alles festhalten. Ich stand dann immer so da. Ich kam mir vor wie Sarotti-Mohr. Kennen Sie, das war übrigens auch ein ganz wunderbarer Neger. Ja, schönen Gruß an Joachim Herrmann. Ne? Ja, und irgendwann hat meine Mutter gesagt, Kai, komm anprobieren. Und ich so, ja, Herrin Bimbo, kommen. Und das fand die gar nicht gut. Das war das Problem. Meine Mutter hatte nur eine Angst, in der Öffentlichkeit aufzufallen. Ja, psst, sei jetzt still, komm jetzt mit. Und ich so, Schlussverkauf bei C&A, jetzt alles noch billiger. Und meine Mutter, psst, wir gehen gleich nach Hause. Nach Hause telefonieren, nach Hause. Meine Mutter hatte keine Chance. Die hatte keine Chance gegen mich. Einmal Entertainer, immer Entertainer. Ja, das war die anti-autoritäre, das war die autoritäre Erziehung. Stimmt. Ich war ja mehr anti-autoritär. Ich war mehr anti-autoritär. Ne? Also auch heute, obwohl, wenn man sich anguckt, was so anti-autoritäre Erziehung dann auch anrichten kann. Ne? Also manche, die legen das ja ein bisschen sehr weit aus. Ne? Ich war neulich auf dem Kinderspielplatz und da war so ein kleiner Junge, der hat einem noch kleineren Jungen das Gesicht immer genommen und in so einen feuchten, warmen Hundehaufen gedrückt. Ne? Ich war entsetzt und da hat die Mutter gesagt, Dustin, ich bestrafe dich jetzt nicht, aber denk mal drüber nach, was du da jetzt falsch gemacht hast. Ne? Da habe ich rübergerufen, denk mal nach, was du falsch gemacht hast, du Furze. Mal okay. Ist jetzt schon ein bisschen hart, nicht? Aber ich meine, ein bisschen Zivilcourage muss ja auch mal sein, habe ich gedacht. Ne? Dann habe ich meinen Hund an die Leine genommen und dann bin ich nach Hause. Ne? Also ich habe ja selber eine 4-jährige Tochter. Ne? Und die wächst ja vollkommen gewaltfrei, wächst die auf. Ne? Wir waren neulich auf dem Kirmes und da war so eine Schießbude und ich konnte auch nicht Nein sagen. Weil das hat ausgesehen, dieses kleine Mädchen mit dieser riesigen Waffe, so entzückend wie die ist, hat die diese Waffe hochgehalten und sagt, Papa, ja, wie oft muss ich treffen, bis ich einen Teddy kriege? Sag ich, du, ich würde sagen, so 6-mal. Die zielt, legt an, genau auf den Standesbesitzer und sagt, Teddy her oder es knallt. Und alle haben sich umgedreht. Und wisst ihr was? Ich war so stolz. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Schön. Wunderbar. Dankeschön. Großartig. Wir spielen ein schönes Spielchen, Kai, und zwar, wir spielen Taube Nuss. Das geht folgendermaßen, du setzt diesen Kopfhörer auf, hörst Musik und ich werde dir einen Begriff aus deiner Kindheit sagen, den du aber nicht hören wirst und du musst versuchen, meine Lippen zu lesen. Sehr schön. Das spielen wir abwechselnd, okay? Gut, ich habe hier die verschiedensten Begriffe, Kärtchen und, achso, du hörst noch keine Musik, was ne? Ist da? Okay, hier ist der erste Begriff. Hast du geguckt? Niki-Pulli. Nimbolin. Was? Niki-Pulli. Nochmal. Niki. Niki. Pulli. Ah, Niki-Pulli. Ja! Oh, den hab ich ganz vergessen. Um Gottes Willen, das ist ja furchtbare Musik. Das gehört noch nicht dazu, jetzt. Obwohl. Brillblumen. Pili. Pilikumbu. Priel. Priel. Nochmal. Sagst du mir was Schweinisches? Ficken. Nein. Also. Das habe ich verstanden. Brillblumen. Billy Puh, Billy, Billy. Priel. Was? Brr. Puh. Priel. Pin. Pill. Der hat ein Problem mit meinem L. Priel. Bigul. Priel. Bi. Priel. 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 Bi. Bibubu. Bibubu. Pass auf, ich mach's halt. Kleeblatt. Brillblumen. Billyblume. Brillblume. Ja! Okay, komm. Einen kriegst du noch. Einen kriegst du noch. Ach du großer Gott, was habt ihr euch denn für... Autos ohne Sicherheitsgurt. Autos. Autos. Ohne. Autos ohne? Ich mach das nämlich gut, mein Freund. Sicherheitsgurt. Zackatur. Autos ohne Sicherheitsgurt. Autos ohne Sicherheitsgurt. Falls Sie Autos ohne Sitzheizung. Nein! Aber mir hat gefallen, wie überzeugt du davon warst. Ich war mir sicher, Autos ja, nein, ohne. Nein, es ist Autos ohne Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt! Yeah! Oh! Kay Ray, meine Damen und Herren, Kay, danke schön. Vielen Dank, danke dir. Thank you. Sie hat schon Schlimmes durchgemacht. Sie verbrachte ihre Jugend in Nordhessen. Das sagt sie, nicht ich. Ich mag Nordhessen. Seit sie in Hamburg lebt, geht's aber aufwärts, sogar bis hierhin, in den Comedy Tower. Hier ist Mirja Ringsburg. Hallo, schönen guten Abend. Hi. Hi, Roberto. Hi. Hallo. Hi. Ja. Hi. Hallo. Ich bin eine der Frauen, die mit einem Arm winkt, aber es sieht aus, als wären es zwei, ne? Ist hart, ne? Vor allem lachen da immer die Frauen am meisten, ne? Ja. Der Winkearm ist aber auch hart, ne? Und vor allem, die Frauenzeitschriften sagen ja immer, was wir alles machen sollen. Pilates, Liegestütze, um das wegzukriegen. Ganz ehrlich, Mädels, ich bin jetzt vor kurzem 40 geworden und... Ey... Ich mach mir da einfach keinen Stress mehr. Einfach mal hängen lassen, machen die Männer da auch. Aber ich hab's auch lieb, wenn mir langweilig ist, zieh ich auch manchmal dran. Es bewegt sich, ohne dass ich was mache, ne? Wenn die Wäschespinne voll ist, hänge ich hier die Socken dran. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm einen Namen geben soll. Wie ist nochmal dieses eine Teletubby, wisst ihr das noch?
Tinky Winky, genau. Ganz ehrlich, es passt so, oder? Immer wenn ich den Namen sehe, denke ich, oh, oh. Po, ja, den habe ich auch. Ich rasiere mich auch nicht mehr. Meine nicht mehr. Rasiere mich nicht mehr. Ich lasse das alles wachsen jetzt. Super. Gerade im Winter, wenn die Mädels da wieder stehen. Oh, mir ist so kalt. Oh, ich friere. Oh, mir ist so kalt. Sag ich immer, mir nicht. Ich habe eine echte Leggings. Mut zum Mammut. Oh nein, ich stelle mich erstmal vor, damit ihr wisst, wer ist das, was soll das, worum geht's hier überhaupt? Mein Name ist wirklich Mirja Ringsburg. Mirja, so wie mir, ja. Dir, nein. Uns, doch. Ringsburg wie die Stadt, ne? An sich ein schöner Name. Aber ganz ehrlich, es ist ein Name, der immer zu Missverständnissen führt. Heute Nachmittag komme ich hier an, stelle mich bei unserem wunderbaren Moderator vor, gehe hin, ich sage, hallo, Mirja Regensburg, sagt er, angenehm, Roberto, Frankfurt. Der Vorname auch Mirja. Ich habe mal zum Typen in der Disco gesagt, ich heiße Mirja, so wie Mirjam, nur ohne M. Sagt der Typ, heavy. Mirjam? Du warst es. Darf ich euch vorstellen? Das ist Laus. Ja. Schön. Komm ursprünglich aus Hümme. Kennt jemand von euch Hümme? Nee, sonst wären wir auch verwandt. Ja, ihr lacht. In Hümme gibt es noch einen Bronkel. Kennst du einen Bronkel? Wenn der Bruder auch der Onkel ist? Ich persönlich habe eine Brante, aber das so. Brande. Nein, Hümme, das kennt ihr vielleicht. Hümme ist am Arsch der Welt, nämlich Hümme. Das ist so, wenn du Hümme ins Navi eingibst, sagt das Navi so. Da sagen sich wirklich Hase und Igel, ach du Scheiße. Es soll tibetanische Mönche geben, die in der Hümme fahren, wenn die mal runterkommen wollen. Hümme ist wirklich, das ist hinter den sieben Bergen, ne? Hinter den Kasseler Bergen, wo auch viele Südhessen gern sagen, Hessisch-Sibirien. Da, wo nichts mehr kommt, ne? Bei den Märchenzwergen. Da, wo du denkst, jetzt ist alles zu Ende, da komme ich her. Das ist, vielleicht kennen das einige, sind da mal vorbeigefahren, dieser A7, wenn die da so ganz steil wird, Kasseler Berge, wenn du wirklich da hochfährst und nichts, ne? Und jedes Mal denkst du doch, scheiße, das Auto ist kaputt. Ich habe einen kleinen Twingo, ich komme da nur hoch, wenn mich von hinten ein LKW anschiebt. Und ihr müsst mal drauf achten, da liegen auf dem Seitenstreifen noch nie tote Tiere, die rutschen alle runter. Ja. Bin dann mit 21 abgehauen in Hümme. Ich wollte eigentlich mit 18 schon weg, aber ging ja nicht. Musste ja warten, bis der Bus kommt. Ja. Und die Brüder Grimm, die kommen ja auch aus Nordhessen. Brüder Grimm ist für alle klar, oder? Kennt ihr? Ich frage nur, gestern habe ich in Köln gespielt, da rief einer rein, Brüder Grimm kenne ich, Wladimir und Vitali. Grimm, nicht Grimm, du Milchschnitte. Naja, es ist ja wirklich so, die Orte von den Märchen sind da alle. Dornröschenschloss, ne? Räuberwald. Und wenn ich das dann so auf der Bühne erzähle, dann fragen mich hinterher die Leute immer, sag mal, Mirja, das ist doch nicht wirklich alles da bei euch oben passiert. Dann sage ich immer, doch. Meine Oma war eine geborene Rumpelstilzchen. Wir haben immer Brotkrumen gestreut, damit wir den Weg nach Hause finden. Als es in Hümme ja keine Straßenschilder gibt. Ja, das ist schon sehr speziell. Nordhessen, Menschen aus Nordhessen, die haben halt eine sehr spezielle Art. Ne? Die haben sehr speziellen Humor und die haben auch einfach, ja, die haben eigentlich gar keine Mentalität. Also das geht fast schon im Minusbereich. Kennt ihr Menschen aus Nordhessen? Bist du denn aus Nordhessen? Nein. Osthessen, ja, das sieht man. Aber du hast auch engstehende Augen. Nein, Nordhessen, die Mentalität geht wirklich fast im Minusbereich. Ich habe im Winter ein Varieté moderiert in der Nähe von Kassel und da kam original nach der Show ein Zuschauer zu mir und sagte, nee, hat mir gut gefallen. Hundertprozentig. Weiter so. Ich sag, wieso zeigen Sie das nicht Ihrem Gesicht? Ich bin von hier. Ich freue mich nach innen. Nordhessen, die haben auch so einen geilen Humor, ne? Ich kenne einen, der ist Bayern-München-Fan. Da sage ich, Berthold, warum bist du Bayern-München-Fan? Sagt er, ich habe keine Zeit für Sorgen. Aber es ist
schwer. Ich komme jetzt erstmal wieder schwer in Kontakt und im Moment probiere ich so ein bisschen so Nordhessisches und vor allem Rheinländisches nach Hamburg hinzubringen. Am Anfang wohnte ich da, ne? bin direkt hingezogen und da habe ich auch die Bäckerei-Fachverkäuferin angesprochen, weil die war so erkältet, die war am Husten. Ne? Ich sage, oh, sie husten aber stark. Oh, hört man das? Ich sage, na ja, klar, ist Grippezeit, aber ich habe es auch ganz schlimm. Ja, und dann haben wir zusammen auf die Franzbrötchen gehustet. Ja, ist jetzt ungefähr 9 Monate her und nee, läuft, ne? Also mittlerweile grüßt sie mich schon. In Köln hätte ich längst was mit der gehabt. Der Rheinländer ist da lockerer, ist so. Küt, wet, küt, hätt noch immer Jotiang. In Rheinländer sind ja auch immer positiv. Das fand ich toll, als ich im Rheinland gelebt habe. Das ist so, ne? Wenn du zu einem Rheinländer sagst, oh, schreckliches Wetter heute, oder? Dann sagt der, och, besser als gar kein Wetter. Wenn ein Rheinländer im Waschsalon die Strümpfe zusammenlegt und es fehlt einer, dann denkt der, der hätte eine Socke gefunden. Oder, ja, eben so das Lockere, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ich hatte mir damals bei unserem Umzug an der Hose hier so die Naht aufgerissen, von Hamburg nach Köln, der Umzug, ne? Habe ich die Hose weggebracht zum Schneider, ganz netter älterer Mann. So, jetzt war aber der Umzug so stressig mit den Ämtern und dem ganzen Kram, da hatte ich die Hose dann vergessen. Ja? Kurz vorm Umzug zurück dachte ich, scheiße, wo ist denn die Jeans? Da fiel mir das wieder ein nach 10 Jahren. Aber typisch Frau, der Zettel war ja nur im Portemonnaie. Ich mit dem Zettel dahin, mich 1000 Mal entschuldigt. Ich so, ah, tut mir leid, sagt der Schneider. Das mäht doch nix, Kindchen. Geht mit dem Zettel nach hinten ins Lager, kommt nach 2 Minuten zurück und sagt, ist fast fertig, können Sie morgen abholen. Dankeschön, das war's von mir. Mega, danke schön. Spielst du dieses Eisstock? Nein. Warte. Oh, Auge raus. Prost. Der Dorsch ist groß, der Kehl ist trocken, der Stöffsche fließt, mir bleibe hocke. Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass du Sitzt du eigentlich noch oder stehst du schon? Ist kein Problem. Wir haben hier den Ringfunk, wir sehen. Ich hab Stützstrümpfe an. Pass auf, ich wollte mit dir ein Spiel spielen und zwar geht's um die Brüder Grimm. Es heißt Brüder Grimm, nicht Gebrüder Grimm. Ne? Hab ich doch richtig gesagt. Nee, ich frag ja nochmal. Da erkennt man der Lehrer da? Ist, ja, Brüder. Ja, Brüder Grimm, ne? Brüder Grimm, Brüder Grimm, Brüder Grimm. Was ist denn jetzt los? Es sind die Brüder Grimm und wir spielen jetzt. Also Wikipedia jetzt sagt Brüder Grimm. Ich hatte da auch nochmal nachgeguckt, weil Laus mich gefragt hatte. Ach so. Unser Spielchen geht folgendermaßen, dass wir... Ich muss noch mal. Auf diesen Karten stehen Märchen, die sowohl dir als auch mir bekannt sind, aber weil wir beide wissen nicht, welche Märchen hier draufstehen. Ja. Verstehst du? Du nimmst jetzt eine Karte und spielst mir dieses Märchen vor, ohne dabei zu sprechen. Charade. Ohne Text. Röstisch. Und ich muss raten, welches Märchen das ist. Ja. Okay? Du bist der Gast, du fängst an. Bitteschön. Also mit Spielen oder mit Dings? Ich bin blond, ich habe zwar Ansatz, aber... Du spielst bitte das komplette Märchen durch, von Es war einmal, bis wenn sie nicht gestorben sind. Gott. Nein, du versuchst mir diesen Titel halt rüberzubringen. Ja, und, du weißt, wissen die Zuschauer schon, was es ist? Wie sollen die das wissen, wenn die Karten so rumliegen? Ja. Wo spiele ich das? Hier einfach. Ja, du solltest es eigentlich da spielen, wo das Klavier jetzt steht, aber das... Hä? Wo gehst du eigentlich hin? Ach so, hier. Du musst, also, pass auf. Du musst doch jetzt erstmal diese Karte umdrehen und den Titel dir angucken. Ja, es geht, glaube ich, los. Ja. Und dann hatten wir abgemacht, dass du die Karte hier hinstellst, damit das Publikum die sieht und ich aber nicht. Hast du sie jetzt gesehen? Nein. Gut, ist auch ganz Rotkäppchen. Einfach. Nein. Ach so. Rapunzel. Ja. Okay, das bin ich. Okay. Hund, Katze, Maus. Tennis. Scheiße, wie heißt der das? Erdäpfel werfen. Nein, Prinz, Dings, Dornröschen. Schuh mit dem Nee, was wirfst du denn da? Also es ist jetzt es ist eine Spezialversion für dich als Nordhesse, weil ich erwarte, dass du als Nordhessen die Originalversion kennst. Frau Holle.
Hä? Kannst jemand verstehen, was ich meine? Ja, ja, die Originalversion? Ja? Es gibt die auch einfach nur mit, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Brennballdornröschen. Pass auf, bist du denn da? Hilf mir! Pass auf, ich helf dir nochmal. Ja. Also, pass auf, so. So. Ach so! Was denn? Scheiße, Aschenputtel! Nein! Aschenputtel? Wie heißt denn das mit was dem Frosch? Mit dem Frosch! Ja, Frosch, und dann hier? Froschkönig! Ja, richtig! Aber wie unangenehm! Aber warte, hast du das? Nein! In der Originalversion schmeißt die Prinzessin ja den Frosch gegen eine Wand. Ja, da und war dann, ich noch nicht geboren. Dann wird er. Du machst. So, jetzt ich. Ja. Gut. Oh Gott, die Frau kriegt ein Kind. Hans, guck in die Luft. Adam und Eva. Ach, der Dings, der, irgendwas mit der? Mhm. Hans, guck in die Luft. Nee, das ist immer gar wenn nicht. Ich das austrinke, bin ich voll. Sternhagel. Kein Problem. Ich vertrag ja nichts. Ich hätte meine Tabletten nehmen sollen. Also wenn du das jetzt austrinkst, bist du breit. Hacke. Du machst richtig. Das Stern, erste, Stern. Und das andere ist... Sternkucker, Sterntaler, Sterntaler. Sterntaler. Mia Ringsburg, danke schön dir. Mein nächster Gast, der behauptet, dass Sie und mit Sicherheit auch Sie musikalisch sind. Und das will er uns jetzt beweisen. Hier ist Christoph Reuter. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Reuter und ich freue mich, heute Abend hier zu Gast zu sein. Ich bin Pianist und begleite normalerweise Bands und Sängerinnen und die nächsten paar Minuten begleite ich euch mit einem Ausschnitt aus meinem Programm. Alle sind musikalisch, außer manche. Hm? Viele von euch fragen sich vielleicht, bin ich manche? Hm? Die positive Nachricht zuerst. Wissenschaftlich gesehen ist jeder Mensch musikalisch, der zwei Töne unterscheiden kann. Wenn ihr soeben zwei unterschiedliche Töne gehört habt, seid ihr wissenschaftlich gesehen musikalisch. Okay? Historisch gab es natürlich auch Ausnahmen. Beethoven zum Beispiel hat gar nichts gehört, war trotzdem sehr musikalisch. Ich habe mir überlegt, ich möchte am Anfang mit euch ein Lied singen. Viele Leute sagen, sie können nicht singen, weil sie können sich keine Texte merken. Für diese Leute wurden Lieder geschrieben wie Thunder, na 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 na, oder Life is Life, na 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 na. Oder na 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 na. Ich habe mir überlegt, ich singe ein Lied mit euch, das ist mit zwei Worten gesegnet. Barbara Streisand. Nun, ich spiele es euch erstmal vor. Barbara Streisand. Das wäre ungefähr euer Part. Toi, toi, toi. Geh los. Okay, ich bringe euch ganz groß raus aus dem Geschäft. Okay, ich habe eine Idee. Wir können vielleicht das Lied spontan umschreiben. Wir tauschen Barbara Streisand mit Comedy Tower aus. Mal schauen, ob das ein Hit wird. Barbara Streisand wird Comedy Tower. Geht so. Comedy Tower. Ja, das wird ein Hit. Ich habe so ein Gefühl. Ne? Wir alle haben ein musikalisches Lexikon. Und schon nach zwei Worten, wie zum Beispiel Barbara und Streisand, oder nach zwei Tönen, erkennen wir das Musikstück. Hans Ziegler, zwei Töne. Strangers of the Night, kennt man hier noch? Alle so, nein, habe ich noch nie gehört. Okay. Beatles, ist vor eurer Zeit. Yesterday.
Oder? Genau, das Lied hat zwei mögliche Antworten. Das ist die langsame Version, wird es ein Hochzeitsweizer, schnell wird es ein O Tannenbaum. Zwei Töne, ihr kennt die Musik. Es ist sogar so, wir sind alle so musikalisch durch dieses musikalische Lexikon, dass wir jede Form von Musik und jeden Song, den wir hören, speichern. Desto öfter wir den hören, desto besser speichern wir den. Die Sache hat einen Haken, wir können nichts löschen. Wir können nicht sagen, Rex Gildo, Wildecker Herzbuben, David Hasselhoff, brauche ich nicht. Nein, auch ich kenne die Gefühle, haben Schweinepest. Ich habe Gefühle für Dr. Best, obwohl ich keine einzige Andrea Berg-CD zu Hause habe. Wir sind so musikalisch, dass wir Musik sogar unterschiedlich hören können. Zum Beispiel dieses Lied aus den 90ern, vielleicht kennt ihr das noch. Wer kennt's? Sexbomb, genau. Jetzt spiele ich das als Jazz-Version. Ihr habt's erkannt. Reggae. Yo. Hast du was dabei? Erkannt. Dur-Version. Jetzt kommt meine Lieblingsversion. Komplett falsch. Ihr habt's wiedererkannt! Hey! Aber ich habe mich oft gefragt, wird auf der ganzen Welt die gleiche Musik gespielt? Nein! Wir lieben Musik hier in Europa, in der westlichen Welt, weil sie einer ganz bestimmten Tonleiter zugrunde liegt, und zwar der wundervollen C-Dur-Tonleiter. Spiele ich euch mal vor. Wenn wir in der arabischen Welt groß geworden wären, würden wir nicht diese Tonleiter toll finden, sondern diese. Und wenn wir in der asiatischen Welt groß geworden wären, würden wir diese Tonleiter toll finden. Tja, Unterschiede. Aber es gibt auch Melodien, die uns verbinden. Zum Beispiel kennt ihr alle das Lied Alle meine Entchen. Ich spiele es euch nochmal vor, falls ihr es vergessen habt. Nun, danke, danke. Nun, die arabische Version von Alle meine Entchen auf der arabischen Tonleiter klingt es folgendermaßen. Nun, die asiatische Variante von Alle meine Entchen. Ente süß-sauer. Auch klassische Komponisten haben sich von Alle meine Entchen inspirieren lassen, allerdings nicht in Dur, sondern in Moll. Dann klingt Alle meine Entchen so. Das traurige Entlein, genau. Und daraus machte Edvard Grieg. In der russischen Welt ist Alle meine Entchen sehr beliebt, und in diesem Fall dürft ihr, wenn ihr Lust habt, auch rhythmisch eure Hände in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit aufeinander fallen lassen. Viel Spaß. Oh, falsch gespielt nochmal. Fast eine Ballerecke.
Merci. Können wir weiter? Können wir ganz großartig. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön, mein Dank, gern geschehen. Also, ich wollte dir eigentlich das Klavierspielen beibringen, aber du wolltest nicht. Nee, ich wollte nicht. Ich wollte, du hast Angst, stimmt? Du hast nein, ich habe keine Angst. Ich möchte das Ganze, weil du das jetzt schon mit zwei Tönen gesagt hast, an zwei Tönen erkennt man ein Lied. Ich wollte überprüfen, ob du an einem Ton ein Lied erkennen kannst. Jetzt wird's spannend. Ja, nach Karl Orff geht es ja auch um Bewegungen und so weiter. Also, ich werde dir jetzt ein bekanntes Lied vorspielen und du versuchst zu erraten, welches Lied es sich hierbei handelt. Es ist ein bekannter Hit. Ich spiele den... Ich spiele den Refrain. Toi, toi, toi. Dankeschön, ich versuch's. Okay? Okay, nochmal. Achtung. Es war sehr gut von mir gespielt, sage ich gleich. Also besser wird das nicht. Also die Performance war super. Ich habe keine Ahnung. Eurovision Song Contest, als er noch Grand... Wer hat das gesagt? Wer hat Waterloo gesagt? Waterloo war richtig! Ey, du kriegst mein Bier! Großartig. Ja. Mein Bier! Hammer! Was hat er gesagt? Waterloo! Ach, Waterloo! Ja, pass auf! Waterloo! La 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 la! Spiel's lieber. Okay. Ich weiß nicht, noch eins. Also eins musst du mal schaffen, ja, oder? Finde ich schon. Also hier die so ein paar Fenster raushängen da am Klavier. Also, nächste Lied. Nee. Ja, du hast doch was gehabt eben. Nochmal? Pass auf, ich spiel's dir nochmal vor. Na, jetzt verspielt. Was merkt man? Kenn ich nicht, atemlos. Also die Performance. Das wird ganz oft, jedes Jahr wird das einmal gesungen von irgendjemandem. Du weißt es. Nein! Süße, die Glocken, die klingen, die war das nicht! Last Christmas! Nein! Leute, wie unmusikalisch wir alle sein! We are the champions, my friends! Schnitt aber weiter! Dankeschön, Christopher! Dankeschön, dass du da warst! Meine Damen und Herren, das war der Comedy Tower mit Anna Frey, mit Kay Ray, mit Mirja Regensburg und mit Christoph Reuter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.